Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des Imperiums. Mein Name ist Christian und dies ist ein neuer Vlog-Eintrag für meinen Vlog rund um das Spiel Forge of Empire und es ist der Vlog Nummer 50. Wartet mal, ich muss mir jetzt selbst applaudieren. Ja, für mich ist es ein Jubiläum. Mehr oder weniger die 50, finde ich, sollte man feiern und ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, ich vermasse jetzt die Nummer 50 auch nicht. Ja, ich habe viel vor. Also ich habe mir viel hierfür vorgenommen und ich habe auch viel zurückgeschaut. Ich habe mir auch nochmal alte Vlog-Einträge angesehen. Und was habe ich vor mit euch? Und natürlich gibt es erstmal zunächst eine grundlegende Geschichte. Dann gibt es eine Rückschau, einen Ausblick, was noch kommt. Ich möchte noch was vorstellen. Mein Sozialprojekt für dieses Mal und wir schauen mal, was ist noch eine kleine Überraschung für diejenigen, die bis zum Ende durchhalten. Oh je, ich merke schon meine Aufregung. Okay, Vlog Nummer 50 ist ja, wie gesagt, ein wenig zurückschauen und ich muss ehrlich gestehen, erst einmal einen riesengroßen Dank an alle, die mich unterstützen. Also wir haben aktuell 270 Abonnenten und darauf komme ich später nochmal zurück. Das ist noch entscheidend. Danke für euch 270, dass ihr alle so mitmacht. Danke an meinen Vater, der fleißig meine Videos liked. Und ja, danke an all diejenigen, die kommentieren. Vielleicht manch einer der ersten Stunde, der immer noch dabei ist und der das auch gut findet, was ich hier mache. Und danke auch an die Kritiker manchmal. Auch ihr habt mir noch ein bisschen was beigebracht. Und danke, danke, danke. Ein riesengroßes Dank an alle, dass das so doch langsam funktioniert. Also ich weiß, viele werden sagen, ja, mit 270 Abonnenten, du bist noch kein Affiliate oder sonst irgendwas. Aber trotzdem muss ich sagen, bin ich schon ein wenig stolz darauf, die Nummer 50 erreicht zu haben. Auch aus dem Grund, da ich in meinem Leben doch einiges an Projekten angefangen habe, die aber nie so weit gediegen sind wie dieses hier. Und ich habe auch noch viel vor, also es geht immer weiter und ja, ja, ich muss auch sagen, vielleicht so generell, ich habe letztens ein Video gesehen zum Dunning-Kruger-Effekt und dort wird sehr schön gesagt, was sagt Onkel Ben 1? Mit großer Selbstsicherheit kommt großes Mitteilungsbedürfnis. Das Video habe ich euch natürlich drunter verlinkt. Große Selbstsicherheit bedeutet natürlich nicht immer, dass man von allem Ahnung hat. Und wenn ich auf einige Vlog-Einträge, gerade die ersten, so ein bisschen zurückschaue, dann denke ich schon, am liebsten würde ich die nochmal neu aufnehmen. Aber das mache ich vorerst nicht. Also es wird später nochmal andere Sachen geben. Ich will auch mir irgendwann nochmal einen richtig guten Computer kaufen. Ich wurde auch im Spiel angeschrieben diese Woche und hat einer gesagt, naja, du spielst auf der App, das ist ein bisschen blöd. Und ich würde ja, jetzt ein bisschen anders formuliert, aber ich habe dann darauf geantwortet, wenn er mir einen Computer kauft, dann habe ich damit kein Problem. Dann nehme ich auch alles über einen Computer auf und nicht mehr via App. Aber meine Technik hier ist doch ein wenig, also ich spiele nicht auf technisch höchstem Niveau, wie ihr seht. Aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. Und ich finde auch, die große Selbstsicherheit, vielleicht, ich würde es gar nicht mal Selbstsicherheit nennen, sondern mit großer Naivität kommt in diesem Falle hier großes Mitteilungsbedürfnis. Interessanterweise ist es wirklich auch so, dass ich vor circa einem Jahr angefangen habe, diese Videos aufzunehmen. Also einige Videos sind in dieser Zeit entstanden. Die sind jetzt auch nicht online und ich werde sie auch nicht online. Die sind echt furchtbar. Aber ich bin doch froh, dass das jetzt innerhalb dieses Jahres so gut geklappt hat. Und ich bin auch, dass wir auch viele Themen schon besprechen konnten. Manche Themen liegen noch in meiner Schublade, die habe ich noch gar nicht aufgenommen. Andere Themen liegen, glaube ich, jetzt schon seit circa einem halben Jahr aufgenommen in meiner Schublade. Da muss ich nochmal schauen, ob ich das überhaupt noch so machen möchte oder ob ich mich hier nicht vielleicht doch ein wenig weiterentwickelt habe. Nichtsdestotrotz schaue ich in die Zukunft, bin ich doch optimistisch, dass sich auch mein Kanal stetig verbessert. Also, dass mein Kanal auch stetig besser wird. Ja, und das
natürlich auch durch das viele Feedback, das ich erhalte. Also mein Kanal wird nicht nur besser, denke ich, durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe, wie man Videos macht, was man alles beachten muss, wie man Videos, alles, was rund um YouTube ist, auch da habe ich viel gelernt. Und ich denke, man lernt ja eben die Dinge, indem man sie macht. Ich habe auch viel über das Spiel noch innerhalb des Jahres gelernt. Ich habe mich auch viel mit Dingen in der Recherche natürlich für einzelne Videos beschäftigt, aber auch die vielen Beiträge, die mir Spieler innerhalb und außerhalb des Spiels, also in den Kommentaren, gegeben haben, fand ich echt gut. Also ich finde immer noch einen Beitrag, den ich bemerkenswert finde. Ich weiß leider nicht mehr, von wem das ist, aber ich nehme mal das Atominum. Das brauche ich, glaube ich, sowieso nicht. Ich habe immer getauscht hier zum Beispiel ich habe immer so und so getauscht. Und habe dann, nee, anders. Seht ihr, da geht's schon los. Ich habe immer zweimal, ich habe immer zweimal auf das Gleiche geklickt. Also ich habe sozusagen irgendwie hin und her getauscht und er sagt, es sei doch günstiger, wenn man hier tauscht, wenn man zwei von den Dingern nimmt, weil dann ist die Auswahl des Neuen sozusagen nur noch 1:7. Also das habe ich gelernt, aber ich habe auch viele andere Sachen gelernt. Auch interessanterweise in letzter Zeit habe ich den Reno kennengelernt, wir haben uns viel unterhalten, wir möchten auch demnächst ein eigenes Projekt starten, unabhängig dieses Kanals hier. Das heißt nicht, dass der Kanal dann hier ein bisschen weniger wird oder so. Es wird eine Ergänzung zur Ergänzung zur Ergänzung oder anders ausgedrückt, es wird ein anderes Format. Das kann ich schon mal vielleicht verraten. Wobei ich möchte es vielleicht noch nicht verraten. Das setzt mich auch unter Druck, dass wir das jemals machen. Wir sind gerade noch in der Findungsphase und in der Experimentierphase. Wir möchten nämlich einen Podcast machen, den ersten FOE-Podcast. Und wenn jetzt jemand anderes auf die Idee kommt, das vor uns zu machen, böse, schämt euch. Nein, das ist unser Projekt und das wird auch demnächst starten. Mist, jetzt habe ich es verraten. Nehme ich nochmal neu auf? Nein. Also etwas, das man unterwegs hören kann und noch mehr FOE konsumieren kann als sowieso schon. Das Schöne ist daran, dass der Reno doch nochmal sehr viel mehr weiß über das Spiel beziehungsweise über Theorie, also über Effektivität. Und das hat mir auch nochmal manche Sichtweisen eröffnet. Ich sage auch nicht, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich versuche ja jetzt auch langsam mal so ein paar Themen mit so aufzuarbeiten, auf die ich genauer eingehen möchte. Auch das wird in Zukunft passieren. Und wo wir schon dabei sind, betreiben wir doch mal eine kleine Rückschau auf die letzten neun Videos, die passiert sind. Auch wenn, ja, es da vielleicht jetzt nicht gar nicht so viel Verbesserungspotenzial gibt. Aber nun ja, ich gehe mal vielleicht die durch und dann auch gebe ich danach eben, wie gesagt, noch einen kleinen Ausblick. Also begonnen hat die Staffel mit dem Herbst-Event. Im Herbst-Event habe ich Diamanten eingesetzt und ich habe mir dieses kleine Hütchen, das hier, das Häuschen mit Sonnenblumen, gleich zweimal geleistet. Eigentlich war es gar nicht so die Idee, das zu machen, sondern ich kann es ja mal zeigen. Bin da ein wenig, naja, ich wollte dieses Bild haben. Es ist merkwürdig, oder? Wahrscheinlich werden alle sagen, was, du nimmst echt Diamanten aus, weil du dieses Bild haben willst. Ich so, ja, ich wollte ein Bild haben. Also ich fand das Bild so schön und ich wollte mal ein neues haben. Ich hatte vorher mal dieses hier und ich bin jetzt auch ganz froh, weil das wurde einem ja jetzt auch im Halloween-Event hinterhergeworfen. Das ist ein bisschen schade. Ich fand es eher toll, dieses Bild. Und ich wollte so eine gewisse ich wollte nichts haben, das alle haben. So mehr oder weniger. Also wollte ich dieses Bild haben. Da musste ich sogar drum kämpfen. Ich habe das Bild auch bekommen. Also so ist nicht. Okay, ja, Herbst-Event. Also bei mir ist es ganz gut gelaufen. Ich denke, bei den meisten anderen auch. Da gibt es ja nicht so viel zu sagen. Das Event war überschaubar, auch im Spielmodus. Deshalb kann man da auch gleich weitergehen. Danach habe ich einen Überblick über die Eventgebäude gegeben. Das war eine relative Rechercheleistung, auch wenn da ein, zwei Fehlerchen drin waren. Ich will mich ja nochmal beschäftigen, wie ich das vielleicht hier reinbinden kann. Wenn jetzt ich was Falsches sage, dass das gleich dasteht.
Das wird aber, glaube ich, nur im Schnittprogramm möglich sein. Da muss ich mal schauen, wie ich die ganze Geschichte anstelle. Denn da ist ja jetzt meine momentane Technik wirklich limitiert. Aber ich denke, das gibt mal so einen relativen Überblick über also so einen ersten Eindruck über Eventgebäude. Ich fand es gar nicht so schlecht, da doch mal so einen Durchlauf, so eine Inspiration für die Gebäude zu haben. Ich selbst habe auch noch mal ein bisschen was gelernt über manche Gebäude. Fand ich gar nicht so schlecht. Gut angenommen wurden die Videos, also sehr gut und sehr, also auch gemocht wurden die Videos zur Effektivität und Effizienz, beziehungsweise auch zum Framing. Das sind ja so eher Videos, bei denen ich so Hintergründe, gar nicht mal so spielinterne, sondern eher so, wie man an das Spiel herangeht, also auch mal über solche Sachen nachdenke. Das ist natürlich mein Steckenpferd, solche Sachen mache ich gern. Und das werde ich im nächsten, ich werde das in der nächsten Staffel auch noch ausbauen. Also es wird noch andere Sachen geben. Ich bin auch fleißig am Lesen von Rolf Dobellis Buch. Da werde ich, habe ich auch schon ein paar Sachen gefunden. Also die Kunst ist des klaren Denkens, 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen, habe ich noch ein paar gefunden, die auch aufs Spiel zutreffen. Ja, werde ich vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle eingehen, also auf diese Denkfehler. Der Aufstieg in die Zukunft hat mir Spaß gemacht. Ich bin ja jetzt in der Zukunft und ich werde auch noch eine Weile in der Zukunft bleiben, dass sich die Zukunft doch recht gut spielt. Da gab es auch ganz viele Tipps zum Thema Gildenexpedition von Spielern, auch spielintern und extern. Dankeschön dafür nochmal, weil ich in dem Video ja gefragt hatte und das war echt hilfreich. Und ich denke, die Videos zur Gildenexpedition habe ich ja aufgenommen, habe ich ja auch gezeigt in den Videos. Ja, das werden, die werden auch weiterhin. Also, ich denke, manch einer sagt, oh, ich brauche nur. Da, auch da in der Gildenexpedition Stufe 4, aber ich fand es ganz gut, das aufzunehmen. Und weil es ja auch bei FOE-Tipps ja nicht vollständig war, was ich dort gesehen hatte, fand ich das gar nicht so schlecht, auch hier nochmal zu zeigen, wie es vielleicht möglich ist. Des Weiteren kommen wir zum Antiquitätenhändler. Auch da gab es nochmal ein kleines Erfahrungsfeedback. Selbst Reno, der versucht, alles statistisch zu erfassen. Ich hoffe, ich greife jetzt hier nicht. Ich zitiere ihn einfach mal, hat gesagt, dass der Antiquitätenhändler doch sehr entscheidend sein kann. Ich muss wirklich sagen, ich bin immer weiter, also ich bin auch immer weiter fasziniert. Ich habe das Thema Antiquitätenhändler ist für mich sogar noch gar nicht erschöpft. Also ich habe da noch einiges, was man darüber nachdenken könnte, was jetzt gut ist, was jetzt weniger gut ist, worauf man achten sollte. Es wird spannend bleiben, auch die Entwicklung. Es wurde ja vor kurzem gespoilert, dass vielleicht der Schrein des Wissens ein Upgrade erhält. Dann werde ich mich vielleicht ein bisschen ärgern, weil ich habe im Antiquitäten, glaube ich, 40 Schreine des Wissens. Ja, mindestens vergeben, abgegeben. Wir werden schauen, wenn zum Schrein des Wissens es ein Upgrade geben wird. Wobei ich das schon mal gehört hatte, dass das irgendwann. Also, wie gesagt, mir irgendwie kann ich mich in der Vergangenheit erinnern, dass es schon mal Thema war, aber ich weiß es auch nicht. Das kann auch was anderes sein. Ja, der Antiquitätenhändler ist ein für mich interessantes, wirklich interessantes Feature. Auch wenn ich es in letzter Zeit, muss ich gestehen, durch Recherche und durch ja, Real-Life-Probleme, sag ich mal, so ein bisschen vernachlässigt habe. Den Antiquitätenhändler. Also ich habe auch ein paar Sachen, naja, verpasst, aber es ist nicht so schlimm. Es kommt ja im Grunde genommen alles wieder. Wie gesagt, für Nebenstädte finde ich ihn jetzt nicht so günstig. Ja, weiter dahin, daran schloss ich auch schon an, das nächste Event, das Halloween-Event, hier unten steht es, das schöne Halloween-Gebäude bei mir, das mit zu meinen populärsten Videos gehört. Ich denke, das liegt immer daran, dass bei diesem Event die meisten Spieler ja dieses Spiel, also dieses Minispiel, das da läuft, jetzt dann immer so ein bisschen so fragen, wie soll man es machen? Ich stelle natürlich meine Version des Ganzen vor und ich weiß es ja auch nicht. Ich überlege mir manche Sachen. Ich profitiere natürlich von der, jetzt zum Beispiel von der Erfahrung aus dem, Entschuldigung,
Archäologie-Event, wobei eben auch manche Sachen sich hier geändert haben. Und ja, es gab auch schon das erste Feedback, dass jemand gesagt hat, das hat gut funktioniert, weil du das gesagt hast. Ich habe es zumindest also wirklich ohne Probleme geschafft, die verbesserte Anstalt zu bekommen. Und das auch wirklich auch ohne Diamanteneinsatz. Also das war möglich durch meine Strategie. Ansonsten von den finsteren Terrorbögen habe ich auch noch einige mitgenommen. Das hat mich gefreut. Auch das war nicht schlecht. Vielleicht auch ein kleiner Hinweis für diejenigen, die sich dann noch auf andere Gebäude versteift haben. Schaut meine Videos. Ich gehe das immer alles durch, was sich vielleicht auch lohnt, auch in Zukunft bei anderen Events. Das Winter-Event steht ja schon vor der Tür. Auch da natürlich immer meine Erfahrungsgedanken. Das vielleicht auch, ja, da komme ich dann gleich nochmal zu. Dann habe ich die Gebäude der Gildenexpedition durchgenommen. Ich denke, die rücken auch immer weiter, auch durch den Antiquitätenhändler in den Hintergrund, also das Terrassenfeld. Ich habe es noch ein paar Mal drin, aber es wird sich im Laufe der Zeit jetzt doch verabschieden, da man durch den Antiquitätenhändler ja doch durchaus bessere Sachen bekommt. Also allein wenn man zwei finstere Torbögen hinstellt, hat man ganz schön Fläche eingespart. Also die haben ja 18 Felder, also man hat 12 Felder eingespart und dann bekommt sogar noch einen Forgepunkt mehr, wenn man jetzt auf die Forgepunkte geht. Natürlich ist es ein Produktionsgebäude, es hat immer Vor- und Nachteile. Das werde ich auch nochmal an anderer Stelle besprechen. Seid gespannt, was das angeht. Ich sage jetzt mal, was ich noch alles machen will, aber das ist halt so. Nun ja, das Städte-an-der-Spieler-Video wurde sehr gut angenommen und hat vor allem für eins gesorgt, für einen riesengroßen Zuwachs an Spielern, die meinen, ja, an Abonnenten. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich weiß auch, dass einer der Spieler, Romain, der hat ein bisschen Werbung in seiner Gilde gemacht. Hallo, Gilde. Ja, und das hat vielleicht auch dazu geführt und das finde ich auch ganz schön. Also es hat mich wirklich gefreut, auch dieser Abonnentenzuwachs. Wir haben also die 250er, wie gesagt, übersprungen. Das war für mich zu Beginn dieser Staffel waren wir, glaube ich, auch knapp 200 und jetzt haben wir schon 270. Also es geht bergauf. Es ist eine interessante Kurve, die das Ganze hier nimmt, aber wir schauen auch, wohin die Reise geht. Ich meine, klar, schaut man nach den Abonnenten, und natürlich wird sich auch einiges verändern. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr jedem überall antworten können, der mich anschreibt, aber ich werde das natürlich weiterhin versuchen. Natürlich unter der Maßgabe, dass sowohl das Spiel als auch das hier mein Hobby bleiben wird. Und die Sache mit den Abonnenten, ich mache auch keine Werbung außerhalb, also ich mache auch keine Werbung ich mache im Grunde gar keine Werbung für meinen Kanal, weil ich denke, mein Kanal ist eher ein Nischenkanal. Natürlich ist FOE eine Nische, aber ich möchte eher, dass die Leute drüber stolpern und wenn sie es gut finden, dann schauen sie es und ich möchte die Leute nicht drauf stürzen, um dann auch, was erlaubst du dir? Und du erzählst hier großen Mist oder solche Sachen. Ich glaube, für, ja, dieses, ne, also mit, ne, no hate, no fame heißt es ja immer so schön, also oder anders ausgedrückt, mit der Berühmtheit wächst natürlich dann auch der Missmut und sonst solche Geschichten. Ja, das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich möchte auch, eigentlich bin ich ganz froh, weil ich habe auch einige Spieler kennengelernt, mich mit denen unterhalten und wenn es manchmal nur kurz war, manchmal länger, fand ich es doch immer sehr schön und das hier hat für mich eigentlich auch dazu geführt, auch viele Spieler kennenzulernen, also Menschen auch kennenzulernen. Und das fand ich auch, war ein Effekt, den ich gar nicht so bedacht hatte, als ich damit anfing, dass sich hieraus vielleicht auch Kontakte ergeben. Also das finde ich echt schön. Gut, das hat also gut funktioniert. Das Feedback nimmt auch zu, also durch viele Spieler, auch in der Vorbereitung für die nächste Staffel. Vielleicht kann ich da auch schon mal einen kleinen Ausblick geben. Es wird über die Gilde auch gehen. Also ich werde auch mal und ich werde bin auch gerade am Recherchieren für die Förderketten.
über den Mythos Förderketten. Also ich habe ja in dem einen Video gesagt, so, ja, Förderketten sind super. Habe darüber auch sehr viel Kritik innerhalb des Spiels erfahren, Berechnungen, die mir aufgezeigt haben, dass sie nicht gut sind. Ich habe auch, weiß jetzt auch, warum manche Spieler sie mögen oder warum ich sie mochte. Und ich weiß, warum andere sie nicht mögen oder als sinnlos empfinden. Und da wird es auch zu gehen. Es wird auch noch einiges an Gedanken in der nächsten Staffel geben. Natürlich wird auch das Winter-Event eine Rolle spielen in der nächsten Staffel. Aber ich mache ja meine Videos nicht vor Eventbeginn, sondern erst zu Eventbeginn. Also meist, ich nehme das Video immer am ersten Tag des Events auf. Und so lange müsst ihr euch da vielleicht gedulden. Auf der anderen Seite versuche ich eben auch noch mal ein paar Tipps und Tricks rund um das Event zu verraten, die vielleicht in den Überblicks-Ankündigungsvideos anderer Kanäle vielleicht zu kurz kamen. Also ein paar, ja, also das, ich beobachte natürlich auch andere Kanäle, auch kleinere Kanäle. Ich schaue immer mal rum, was es dort gibt. Es wird konkrete Tipps geben, natürlich. Aber es wird auch mehr um Philosophie gehen. Auch die wird eine größere Rolle spielen. Also wie man mit dem Spiel umgeht, was man davon erwartet. Also seid gespannt, was es dort geben wird. Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich. Und ich muss natürlich auch ein bisschen schauen, was meine Zeit zulässt. Denn auch viele Sachen. Es wird auch ein neues Videoformat geben. Auf das ich schon gespannt bin, ob euch das gefällt oder nicht. Das ich ganz gut finde. Also ich habe schon die ersten drei, nein, ich habe den Prolog aufgenommen und dann noch die ersten zwei Teile und werde dann mal schauen, ob ihr das sagt, okay, finde ich gut, oder nee, finde ich jetzt nicht so gut. Das ist totaler Quatsch, lasst das sein. Also ihr dürft auch ehrlich sagen, ob ihr das gut findet oder ob ihr das einfach nur aus Höflichkeit schaut. Oder was auch immer, wie ihr das gut findet. Ich will es nicht verraten, worum es da geht. Will ich es nicht? Nein, will ich nicht verraten. Ja, also es wird noch viel passieren und wenn wir das Video Nummer 100 erreicht haben, mal schauen, wohin dann die Reise geht und wir werden innerhalb des, also wo ich dann auch bin, innerhalb des Spiels. Es wird viel passieren, also seid gespannt und ich bin optimistisch und es wird immer in kleinen Schritten besser. Der Weg ist natürlich das Ziel und ich freue mich darauf. Möchte auch nochmal wirklich Danke sagen, dass ihr mich dabei begleitet. Also eigentlich ist das hier eine reine Danksagung an euch. Klingt zwar merkwürdig, aber es ist halt so. Also ja, auch an die Kommentare und alles, was passiert ist. Nun ja, man wird halt älter. Also meine große Selbstsicherheit ist ein wenig geringer geworden, weil ich jetzt auch weiß, was ich alles nicht weiß und auch von vielen Spielern auch gute Feedbacks bekommen habe. Und eigentlich, ja, kann ich hier vielleicht auch sagen, mein Ziel war es auch nie, die konkrete Wahrheit oder Information zu vermitteln oder also mein Ziel war es auch natürlich auch immer ein bisschen zu unterhalten. Das habe ich auch schon mal an einer Stelle gesagt, dass ich mich eher mit Frauen tausche als mit anderen FOE-Videomachern in der Konkurrenz sehe. Und das werde ich auch weiterhin so ausbauen. Und mein Ziel war es eigentlich auch, anderen Spielern entweder Denkanstöße zu geben oder also Alternativen aufzuzeigen, vielleicht auch. Es muss nicht immer alles richtig sein. Und Spieler, die von Dingen irgendwie keine Ahnung haben und oder sage ich mal, die vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt den Überblick, aber so richtig, die halt Fragen haben, da auch einen Anlass zu bieten, über diese Fragen und die Fragen stellen zu können. Vielleicht auch unterhalb der Videos. Ihr könnt euch auch gern gegenseitig Fragen beantworten, aber soweit. Kommentare sind noch nicht ganz so, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Die Kommentare, die ich bekomme, das ist auch schön. Das Schöne ist dran, wenn nicht so viele Kommentare kommen, kann ich sie auch alle noch sehr gut und zeitnah beantworten. Das ist das Schöne an den Kommentaren. Ja, kommen wir jetzt zum weiteren Teil, nämlich ich stelle ja immer ein Sozialprojekt vor und das möchte ich diesmal ein wenig verbinden. Ich möchte euch das Projekt nämlich zeigen. Dieses Mal, Weihnachten steht vor der Tür und vielleicht deshalb möchte ich auch auf dieses Projekt eingehen. Dazu gehe ich mal auf die Homepage, wenn ja.
wenn es denn zugelassen wird. Das Projekt heißt Terre des Hommes. Das wurde in den 1960er Jahren gegründet, also 1960 in Lausanne, ist da ein Kinderhilfswerk und seit 1967 auch in Deutschland. Es geht um, hatte damals den Anlass, die Rettung der Kinder in Vietnam. Und mittlerweile versucht man, die Rechte der Kinder in über 30 Ländern durchzusetzen. Ihr seht, oh, ich mache mal das mit den Cookies weg, gegen Kinderheirat und Zwangsrekrutierung im Südsudan. Ich finde, das ist ein schönes Projekt, denn ich finde, Kinder haben es eigentlich nicht verdient, ja, zu leiden. Naja, das ist immer so ein bisschen. Wenn man älter wird, sieht man, also wenn man jung ist oder was auch immer, sieht man das vielleicht anders. Aber wenn man älter wird, sieht man, dass die wichtigste Ressource, die wir Menschen haben, unsere Jugend und unsere Zukunft ist. Und nicht nur unsere Hoffnung in sie hineinzustecken, dass sie alles irgendwann mal besser machen, sondern ihnen auch die Chance zu geben, Dinge richtig und besser zu machen als das, was wir machen. Ja. Ich habe mir überlegt, ich möchte euch das mal zeigen. Also, ich finde das hier ganz schön, Terre des Hommes. Und hier kann man halt auch sie unterstützen. Und das Schöne ist dran, deshalb stelle ich das jetzt auch vor: Es gibt einen Spendenshop. Und in diesem Spendenshop kann man, wenn man so man möchte, und das Programm hier lädt, kann man hier Geschenke auswählen. Jetzt fragt mich nicht, ob das wirklich so ist. Ich denke aber schon. Man kann ein Moskitonetz kaufen zum Schutz vor Malaria. Ein Huhn für 4 Euro. Heilkräuter. Ich würde sagen, ein Huhn für 4 Euro. Wo gibt es denn das? Dann kaufe ich mir 10 Hühner. Getreidesaatgut. Medipack. Schulessen für einen Monat. Und ein Fußballtrikot. Ein Baumsetzling. Eine Ziege für 24 Euro. Ja, so viel kosten Ziegen in manchen Ländern dieser Erde und so weiter und so fort. Man kann das Ganze hier durchgehen und sich selbst raussuchen, was man haben möchte. Schulpaket, sogar ein Lama für 30 Euro. Finde ich nicht schlecht. Ein Jahr Schule für ein Kind und so weiter und so fort. Man kann also hier direkt helfen. Und ich finde die Idee und wie das Ganze hier gemacht ist, richtig süß und dachte so, das Schöne ist auch hier dran, man kann hier. Man kann das auch anderen schenken. Also, hier kommt so eine Urkunde, wenn man das Geld bezahlt, das kann man hier auch ganz bequem online machen, dann kann man hier bei denen, kriegt man solch eine Urkunde, dass man das gespendet hat und kann das auch jemandem widmen. Also, man kann sagen, ich habe für dich das Geld gespendet. Also, nehmen wir an, eine Schultafel für 75 Euro, dann ist das hier dieses kleine Bildchen am so und so vierten. Wie viel das Ganze gekostet hat und man kann noch eine kleine Nachricht hinterlassen und kann sich das Ganze dann, diese Urkunde als PDF, also man bekommt sie als Spendenurkunde in der E-Mail als PDF und kann sie sich dann ausdrucken. Also vielleicht auch ein schönes Geschenk, wenn man schon an dem Punkt ist, an dem man nicht mehr weiß, was man sich gegenseitig schenken soll, kann man sich vielleicht auch ein wenig Kinderfreude schenken. Also und wissen, anstatt sich für 20 Euro die 5000 irgendwas zu kaufen, das man sowieso nie benutzen wird, finde ich das eigentlich einen schönen Anlass. Über diese Urkunde und dieses das hier bin ich auf eine Idee gekommen. Und die möchte ich euch jetzt noch erst einmal vorstellen. Ich gehe mal wieder auf Stufe 1 zurück. Also hier oder ja, ich gehe erstmal auf Stufe 1 zurück. Ich bin auf eine Idee gekommen. Natürlich ist es schön, wenn ihr sowas machen würdet und unter meine Videos schreibt, hey, ich habe das gemacht. Also wenn ihr sowas mal macht, schreibt das drunter, dann würde ich mich freuen. Dann weiß ich auch, dass auch dieser Teil meiner Videos die Welt ein Stückchen besser zu machen in irgendeiner Form. Ihr müsst auch nicht das hier machen, wenn ihr sagt, okay, ich will irgendwas anderes. Aber wenn man NGOs unterstützt, ich denke, sie sind sinnvoll. Also Non-Government Organizations, das sind wirklich diejenigen, die helfen. Und auch wenn manche immer wieder in der Kritik stecken, man kann sich eine suchen und man kann, sie sind eben auf unsere Hilfe angewiesen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und anstatt immer nur zu sagen, ey Leute, macht mal und mich hier, dann hier weiter in meine Videos zu produzieren, habe ich mir jetzt was überlegt. Ich möchte nämlich selbst auch aktiv werden. Und das ist ja hier ganz gut. Man sieht hier,
3 Euro, 4 Euro, 9 Euro, 10 Euro, 14 Euro, 15 Euro. Also es geht ja immer weiter nach oben. Und ich habe mir überlegt, von jetzt an bis Video Nummer 60, also sozusagen in der nächsten Staffel, auch wenn ich ein bisschen die Befürchtung habe, wenn diese exponentielle Wachstum ist, dass ich mich da jetzt selbst ein wenig in Unkosten stürze. Ich habe beschlossen, für jeden neuen Abonnenten, der also von jetzt an, wir haben aktuell 270 bis zum Video 60, da kann man auch, da werde ich dann wieder sagen, wie viel das sind, wenn natürlich während ich das aufnehme. Das heißt, jetzt können natürlich schon welche wieder dazugekommen sein, bis zur Veröffentlichung dieses Videos. Man weiß es ja nicht, das ist ja gerade richtig Betrieb. Nein, nicht ganz, aber man weiß es nicht. Ich werde das natürlich sagen, bis Video 260, werden wir, 260 bis Video 60, werde ich schauen und ich werde für jeden neuen Abonnenten hier einen Euro spenden. Anders ausgedrückt, wir werden immer schauen, wann wir hier die nächste Etappe erreicht haben. Also wenn es nur drei sind, dann drei, wenn es vier sind, dann vier, wenn es fünf sind, dann natürlich auch vier. Ab neun Abonnenten gibt es dann ein Schulessen für einen Monat. Ab 15 die Ziege. Nee, ab fünf, nee. Oh. Ab für neun die Heilkräuter, für 15 das Schulessen. Für 24 neue Abonnenten gibt es die Ziege. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich gehe mal auf Seite 3. Man kann eine Aufforstung eines Waldstücks für 100 Euro kaufen, Gemüsegarten und sogar ein Heilzentrum für 260 Euro. Und auf Seite 4 gibt es dann für 2000 Euro eine Baumschule. Ich habe jetzt ein wenig die Befürchtung, wenn es hier einen Abo-Flashmob gibt, dass ihr mich arm abonniert. Deshalb möchte ich das vielleicht insofern einschränken. Denn ich bekomme ja nichts für meine Videos hier. Ich bekomme ja nichts. Ich werde es trotzdem so machen, dass ich bis zu einem Heilzentrum, zumindest bis hierhin, werde ich das Geld, also pro Abonnenten 1 Euro, an TRD-SOM spenden. Und was es geworden ist, werde ich euch dann nämlich im nächsten Video sehr schön vorstellen können, denn dann haben wir ja diese Urkunde. Also ihr werdet auch sehen, dass ich hier auch wirklich das Geld gespendet habe. Und wir werden sehen, wie viel dann neue Abonnenten dazugekommen sind. Ich glaube nicht, dass es so viel wird, aber ich denke, ich fände es halt schön, mal zu schauen, was hierbei rauskommt. Also welche Etappe wir erreichen auf unserem Weg, das Ganze zu retten. Jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass Sie, einige von euch sagen, die will ich nicht unterstützen. Ich entabonniere ihn deswegen. Also das kann es jetzt auch nicht sein, Freunde. Schämt euch, da soll euch der Blitz treffen. Aber ja, mal schauen. Ich hoffe, das war ja bisher immer so, dass nach jedem Video nämlich jemand meine Abo mich entabonniert hat. Mal schauen, wie das Ganze so wird. Ich bin gespannt, wie das also, wohin die Reise geht, bis Video Nummer 60 und welche Treppenstufe wir hier erreichen werden. Und ich habe dann auch ein gutes Gefühl, das auch mal gemacht zu haben, auch hier in dieser Form aktiv zu werden. Ja, das wäre es vielleicht dazu. Der Link steht natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und wir kommen mal zurück zu unserer Stadt. Und ich würde mich halt freuen, wenn noch viele weitere Abonnenten dazukommen. Ich habe ja gesagt, sollte ich die 1000 Abonnenten übersteigen, was noch ein relativer Weg ist. Also wir haben ja noch 730 vor uns. Sollten wir aber mal die 1000 Abonnenten übersteigen und ich sollte Affiliate werden, dann würde ich auch einen Großteil des Geldes eben spenden an eine gemeinnützige Organisation, dann immer wieder, je nachdem, was dort an Geld kommt, bis auf natürlich das Geld, das ich für Technik ausgebe, also um die Videos hier zu produzieren. Also das muss natürlich dann, also das werde ich aber dann auch immer irgendwie erzählen, wie viel zusammengekommen ist und wie viel Technik, was wir dann für Technik und also für solche Sachen eben ausgegeben haben.
Es soll für mich zumindest immer ein Hobby bleiben. Ich finde es für mich auch schön. Ich kann ja mal privat erzählen, dass ich schon immer irgendwie was mit Videos machen wollte, als ich Jugendlicher war auch schon. Haben wir auch schon Videos gedreht. Auch mit großer Selbstsicherheit. Aber heute läuft, ja, es macht mir Spaß. Mir macht es immer noch Spaß. Und ich freue mich, wie gesagt, ich freue mich. Und ich habe ja schon am Anfang angekündigt, dass es für diejenigen, die durchhalten bis zum Ende, ich wollte es nicht am Anfang sagen, damit die Leute nicht nur nicht zum Ende vorscrollen, um am Gewinnspiel teilzunehmen, aber es gibt ein kleines Gewinnspiel. Ich habe kein, natürlich habe ich mir auch hier überlegt, um ein wenig euch zu ärgern, zu diesem Gewinnspiel, was ich mache. Und da fiel mir auch etwas ein. Ich verrate jetzt nicht, woher ich das habe. Also ich habe ein wenig gemopst. Es gibt etwas zu gewinnen. Es gibt aber weder Diamanten noch Forgepunkte noch irgendetwas, das euch für das Spiel etwas bringt. Nein, das gibt es nicht, sondern ihr bekommt ein von mir signiertes Buch geschenkt. Denn auch den Teil möchte ich in euch fördern, dass ihr Bücher lest. ja, ihr bekommt von mir ein Buch geschenkt. Das kann ich euch jetzt hier leider nicht zeigen. Aber ihr könnt überrascht sein, es ist ein Reclam-Buch. Und zwar ist es Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe in der Reclam-XL-Variante. Das heißt, ihr habt noch ganz viele Zusatzmaterialien. Nicht nur den schnöden Text des wunderschönen Werkes, das zu meiner Jugendzeit zu einem meiner Lieblingsbücher gehörte, eines jungen, leidenden Mannes, der irgendwie nicht zurande kommt und sich am Ende das Leben nimmt. Und Die Leiden des jungen Werther, ein Goethe-Werk, das man definitiv im Regal stehen haben sollte. Und ihr könnt immer sagen, das hat ein YouTuber für mich signiert. Also ihr bekommt dann auch sozusagen einen kleinen Text von mir, der in dem Buch steht, als Geschenk. Was ich dazu bräuchte natürlich, ist ein wenig doof. Ihr könnt mich innerhalb des Spiels anschreiben. Christon05 kann ich ja nochmal zeigen. Für diejenigen, die meinen Namen nicht haben, Christon05. Ihr könnt mich innerhalb des Spiels anschreiben und natürlich auch hier in den Kommentaren, dass ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet. Ich dachte, vielleicht verbinde ich das mit irgendeiner Frage rund um meinen Kanal. Und ja, das möchte ich nämlich auch mit einer Frage rund um meinen Kanal verbinden. Was mich nämlich mal an euch Zuschauern interessieren würde, jetzt müsst ihr persönlich werden, nein, natürlich nicht, ich möchte jetzt nicht wissen, also mich würde es natürlich schon interessieren, wer meine Zuschauer sind, aber was ich mir wünschen würde von euch, wäre mal ein Kommentar innerhalb des Spiels oder auch hier unter dem Video. Und wenn ihr sagt noch, dann, wenn ihr mir, solltet mir natürlich einen Hinweis geben, dass das Teil des Gewinnspiels ist, was ihr euch gern mal an Videos wünschen würdet. Also, was würdet ihr gern mal sehen? Vielleicht rund um Forge of Empire, von dem ihr sagen würdet, oh, sowas könnte ich mir mal gut als Video vorstellen. Ich weiß, jetzt klaue ich das dann und mach's dann vielleicht auch. Aber was würdet ihr euch vielleicht mal wünschen, von dem ihr sagt, also eine Videoreihe oder irgendetwas, von dem ihr sagt, also dazu mal ein paar Videos, das wäre echt nicht schlecht. Also wenn es dazu mal Videos gäbe. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier aufgrund des Gewinnspiels euch, ja, euch sozusagen eure Ideen klauen möchte, sondern das geht einfach darum, dass ich mal weiß, was ihr euch vielleicht auch gern mal wünschen würdet. Und wenn das in meinen Möglichkeiten liegt, würde ich das natürlich dann auch umsetzen in irgendeiner Form. Und was ihr vielleicht mal sagen würdet, oh, das wäre mal richtig gut. Ob ich das dann kann, ist natürlich schon eine andere Frage. Aber ja, wenn ihr halt sagt, okay, das würde ich mir gerne mal wünschen. Wenn ihr sagt, ich bin eigentlich wunschlos glücklich, wie du das machst, nehmt ihr auch am Spiel teil. Aber vielleicht habt ihr ja mal eine Idee und sagt mal, sowas würde ich gerne mal sehen bei YouTube. Und sagt jetzt bitte nicht, da komme ich jetzt vielleicht noch abschließend auf das Thumbnail ein, das ihr ja vielleicht gesehen habt, indem ihr mich mal gesehen habt. Aber ich muss gleich dazu sagen, ich empfinde mich nicht als besonders telegen.
Das heißt, man ist ja photogen, telegen, audiogen vielleicht, was auch immer. Also die einen haben eine schöne Stimme, die anderen wirken gut auf Fotos, die dritten wirken gut im Fernsehen und ich empfinde mich nicht als besonders telegen, weshalb ich nicht dieses kleine Fensterchen irgendwo habe, in dem ihr mich quatschen seht. Ich weiß, dass der Effekt dahingehend ganz gut wäre, marketingtechnisch, aber ich will das nicht. Ich finde, das Spiel sollte im Vordergrund stehen. Und ich glaube auch, das heißt nicht, dass ich hässlich bin. Also ihr wisst jetzt, dass ich nicht hässlich bin. Oder vielleicht auch hässlich, ich weiß es nicht. Aber ich finde das, also ich habe das mal versucht, probeweise, und finde das nicht schön. Und das ist jetzt keine Eitelkeit oder sonst irgendwas, sondern einfach nur so ein, naja, meine eigene Einschätzung. Ich war nicht zufrieden damit, mich selbst dort zu sehen, was ich ertragen könnte. Also ich habe mich auch schon gesehen. Mag mich aber da nicht sehen. Das vielleicht dazu. Okay, also ich hoffe, ihr seid mir da jetzt nicht böse. Wie gesagt, seid gespannt auf die nächsten Videos, die da kommen mögen, auf die nächsten Formate, die vielleicht noch kommen mögen. Also sagt, ihr nehmt am Gewinnspiel teil und eure Chance erhöht sich. Machen wir es so, wenn ihr mir sagen würdet, was ihr euch vielleicht in Zukunft von Videos an Videos wünschen würdet oder auch an, was ich vielleicht noch an irgendeiner Stelle besser machen könnte. Irgendwie sowas. Ja, also das würde mich freuen. Okay, das soll es gewesen sein für das Video Nummer 50. Ich werde es mir gleich nochmal anschauen. Ich glaube, irgendwie, man merkt meine innere Aufregung, dieses Video gedreht zu haben. Ich hoffe, es ist gut geworden. Den Link zu der Desom schreibe ich mit unten in die Beschreibung. Auch das könnt ihr nochmal anschauen. Und ihr könnt ja auch dann jetzt immer weiterverfolgen, immer mal wieder gucken, auf die Abonnenten schielen, um wie viel Geld ihr mich schon ärmer gemacht habt. Nein, alles ist jetzt aber nicht so. Ich will das wirklich machen. Also ich hatte mir das überlegt. Als ich das gesehen habe, dachte ich, das wäre eigentlich mal richtig toll. Also auch mal selbst eben an der Stelle aktiv werden und nicht immer nur hier, sage ich mal, Wasser predigen und Wein saufen oder in so einer Form. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ab jetzt lohnt es sich für eine Hilfsorganisation. Es würde mich freuen, wenn ihr das machen würdet. Es würde mich auch freuen, wenn ihr einen Like da lasst. Vielen Dank für all diejenigen, die es gemacht haben. Ihr dürft es gern kommentieren. Auch darüber freue ich mich über jeden Kommentar, der kommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Video Nummer 51, das noch in der Vorbereitung ist, dann demnächst. Oder beim Klatsch und Tratsch oder in einem der anderen Videoprojekte, die ich auch weiterhin machen werde. Also es wird auch zur Gildenexpedition bin ich gerade am Vorbereiten, auch da Videos aufzunehmen. Auch für die früheren Zeitalter möchte ich da jetzt Videos aufnehmen. Und ich möchte auch in der Gildenexpedition und auf der Karte der Kontinente werde ich auch das Ganze weiter vervollständigen. Mir macht das immer noch Spaß, also auch da nehme ich fleißig Videos an. Also ich werde die alten Formate nicht vergessen, auch wenn ich sie, ich mag sie auch. Also ich finde sie, ich mag sie. Ich muss sogar. Klingt das jetzt eitel, wenn ich sage? Ich höre mir die selbst manchmal zu. Ich höre mir selbst beim Einschlafen zu. Manchmal mache ich mir ein eigenes Video an. Oh Gott, ist das peinlich. Aber es war auch Sinn der Sache. Es war vor allem Sinn der Sache, mich selbst reden zu hören. Okay. Das sollte jetzt aber wirklich gewesen sein. Und ich mag mein Lachen. Ich mag es wirklich. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Christian.